So, hallo ihr Lieben, ich bin wieder da und ich habe heute einen Favoriten beziehungsweise ja das Gesicht des Monats oder der letzten Monate. Ich habe ja schon lange sowas nicht mehr gemacht, aber auch einfach, weil sich wirklich nicht so viel geändert hat und vor allem, ich habe mir nichts dazu gekauft und ja, die Produkte sind alles die, die ich schon seit einem halben Jahr, ja, hatte und die ich zum Teil wieder rausgekramt habe vom letzten Sommer und ganz kurz zu meinem Gesicht. Ich habe mein Gesicht gereinigt und eingecremt und ich habe nochmal so eine Pflege drauf gemacht, so eine spezielle. Deswegen glänzt es jetzt auch ein bisschen. Außerdem ist es hier warm. Und falls ihr euch wundert, ich klemme übrigens mal meine Haare weg. Falls ihr euch wundert, ja, mein Gesicht ist braun, weil ihr wisst, ich war im Urlaub und mein Gesicht war sogar noch bräuner. Also es ist jetzt schon ein bisschen besser. Aber ich war im Atlantik und es ist dort ja sehr kalt, also nicht sehr kalt, aber der Wind ist kalt. Und wenn man dann einfach nur so jetzt im April, nicht im April, sondern im Mai, da am Strand ist, dann ist es einfach so, dass es wirklich ziemlich windig ist und also windgeschützt geht's, dann ist es sogar warm, aber eben so an sich ist ein kühler Wind. Und deswegen habe ich meistens ja einfach ein T-Shirt angehabt und dann eben auch oft Schal. Und deswegen bin ich eigentlich im Gesicht mega braun geworden, an den Armen, so bis da ungefähr und eben an den Beinen. Und der Rest des Körpers ist ja käseweiß. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich erstmal versucht, meinen Hals so ein bisschen in die Sonne zu halten, dass das ein bisschen ausgeglichen ist. Und ja, ihr seht, es ist immer noch so, dass der Hals um einiges heller ist wie das Gesicht. Und dann hatte ich eben das Dilemma mit der Foundation. Nehme ich eine helle Foundation, das sah total schrecklich aus, also um das mit dem Hals so ein bisschen auszugleichen, ging überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, egal, dann ist es jetzt halt so. Und dann habe ich ja meine Sommerfoundation vom letzten Sommer wieder rausgeholt und das war die Laura Mercier. Ich habe dazu eine Review gemacht. Ich gucke mal, ob ich die euch unten verlinken kann. Ansonsten eine super Foundation. Und das war dann einfach genauso wie jetzt. Also ich habe mich eingecremt und dann habe ich es wirklich nur minimal gehalten, also einen ganz kleinen Tupfer und dann so ein bisschen auf die Wangen, dass die, ja, die Pigmentflecken so ein bisschen oder wenn man so leichte Rötungen hat, dass die so ein bisschen abgedeckt sind. Außerdem hatte ich jetzt in der Zeit, wo ich auch dann Sonnencreme und so auch hier in Deutschland getragen habe, hatte ich so ein bisschen Probleme mit Pickeln. Also jetzt nicht viele, aber so, ja, ein paar halt und hauptsächlich eben an der Stirn. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist noch ein bisschen was übrig. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon an Foundation. Eben durchs Schwitzen und durchs immer wieder hinfassen und so weiter und so fort habe ich mich wirklich so ein bisschen auf meine Problemzonen beschränkt. Das sind immer so ein bisschen die Wangen, weil ich da so Adern und so ein paar Flecken habe. Und also das war es jetzt. Und während das dann so ein bisschen, sage ich mal, antrocknet, habe ich ganz normal meine Augenbrauen gemacht und das kennt ihr auch schon immer noch, der Collar-Tattoo in Permanent Taupe. Der ist schon so total angekrabbelt, dass ich da schon nichts mehr lesen kann hinten. Aber hier auf dem Deckel steht es drauf. Ja, der geht übrigens auch bald leer. Also da ist schon eine Riesenkuhle. Und ich mache das jetzt natürlich wieder so ein bisschen aus der Entfernung. Also bitte schimpft wieder nicht, wenn irgendwie was ein bisschen ungleich ist. Und ich habe auch diesmal eigentlich schon seit 3, 4 Monaten habe ich diesen Kosmetik-Cosmo-Pinsel und zwar Lidschatten Lisbeth am liebsten für die Augenbrauen genommen, weil der so ein bisschen dicker ist und so ein bisschen vorne fluffig. Und den anderen, den ich immer hatte, der war halt vorne so ein bisschen spitzer und definierter, der von Real Techniques. Und ich habe den aber mal nicht gefunden. Deswegen bin ich eigentlich notgedrungen auf den so ein bisschen umgeschwungen. Und dann hinterher dachte ich, oh, der ist sogar besser. Natürlich für die ganz feinen Linien hinten ist es ein bisschen schwierig. Aber ich weiß auch nicht, der trägt einfach auch Lidschatten und auch so das cremige Produkt für die Augenbrauen so ein bisschen diffuser auf und man hat nicht so diese harten Kanten. Und ja, deswegen muss ich sagen, benutze ich ihn jetzt weiter, obwohl ich den Real Techniques gefunden habe. Und das sind so die, ja, die Sachen für die Augenbrauen. Manchmal habe ich sie auch einfach gelassen, weil wenn es zu warm ist, dann muss man nicht so viel Gedöns da machen. Dann ist es so, dass ich eigentlich, ja, wenn ich überhaupt mal Lidschatten getragen habe, das habe ich jetzt schon seit April oder ich weiß gar nicht, ab den ganzen April, den ganzen Mai,
habe ich eigentlich gar keinen Lidschatten getragen. Ich glaube zweimal. Da war es ein bisschen kühler und dann habe ich auch mit Lidstrich und so. Ansonsten habe ich immer ein bisschen eine Base aufgetragen, die von Too Faced, weil ich einfach wollte, dass die immer noch so ein bisschen leer geht. Und mein Hauptlieblingsprodukt, und jetzt habe ich keinen Pinsel, ich muss den mal kurz holen. So, also, mein Hauptlidschatten-Lieblingsprodukt, Augenprodukt war dieser Paintpot von MAC und das ist die Farbe Let's Skate. Ich versuche mal da ein bisschen was rauszuholen, dass ihr mal seht, wie toll der glänzt und funkelt und glitzert. Also, ich habe den gesehen und ich muss den unbedingt kaufen. Ich habe den jetzt schon seit. Ja, ich glaube im März oder so. Das war das letzte Mal, wo ich mir was gekauft habe. Oder sogar Februar. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier im Licht seht. Ich glaube, jetzt hier sieht man es ganz schön. Und ich liebe diese Farbe. Und das ist eine von diesen Pro Longwear Paint Pots. Also schon noch von diesen neueren. Und wenn der wirklich antrocknet, so wie jetzt auch, also der bleibt. Der ist wirklich, also den könnt ihr als Unterlage nehmen, um nochmal was drauf zu machen, einen anderen Lidschatten oder so, oder eben solo. Wenn es jetzt natürlich super heiß draußen ist, klar, dann kann es auch sein, wenn man dann schwitzt, dass es irgendwie sich ein bisschen verrutscht. Aber bombenfest ist es, wenn ihr sowas auftragt und dann eben den Let's Skate und ja. Und ich habe den eben gern benutzt, weil er so eine schöne Sommerfarbe hat, weil er hell ist, das Auge so ein bisschen öffnet und ja, weil er einfach eine schöne Farbe ist und auch zu allem passt, zu allen Outfits und weil er so einen schönen Glanz hat und ja, fertig. Und dann trage ich den einfach wieder mit so einem, das sind meine zu Eva-Dinger da, einfach mit was Flachen. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Finger auftragen. Also ich lasse es ein bisschen antrocknen. In der Zeit habe ich dann meistens Puder aufgetragen und da gab es für mich eigentlich diesen Monat nur ein Puder. Also nicht diesen Monat, schon eigentlich seit, ja, geraumer Zeit, ein Vierteljahr oder so. Und das ist auch dieses Laura Mercier, dieser Bronzer, dieser, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, Radiance Baked Powder in der Farbe Bronze 02. Und ja, ich liebe den, der ist, ich habe den im Winter sehr oft getragen, weil er einfach hell ist, aber der hat sich jetzt einfach auch sehr gut auftragen lassen, eben in dieser Kombination mit meiner Haut, die gerade eben so gebräunt ist und auch mit dem Hals, weil ich wollte nichts nehmen, was jetzt zu dunkel ist. Und da habe ich eigentlich meistens den benutzt. Und ab und zu mal rausgeholt habe ich Nars Laguna. Das ist, also das wird jetzt wahrscheinlich wieder im Sommer so mein Lieblingsbronzer auch sein. Aber den kann man so ein bisschen überall auftragen. Wieder dieser fluffige Pinsel, auch wieder von Real Techniques. Und dann habe ich das einfach so ein bisschen. Ja, auf die Foundation und auf die Backen gegeben, ein bisschen oben drüber gestrichen, fertig. Wenn es okay war von der Farbe, habe ich sogar manchmal so auch als Blush-Ersatz gelassen und war dann auch okay. Also man braucht nicht unbedingt nochmal ja, ein extra Rouge. Und mit demselben Pinsel, und man kann wirklich sehen, dass ich es sehr oft benutzt habe, ich habe nichts anderes benutzt, also keinen anderen Blush, den ich mir im Februar gekauft habe von der Dior, irgend so einer Trianon Edition, die Farbe Coral Bagatelle, die 763. Und die habe ich wirklich durchgehend, also ihr seht, da ist auch schon dieses Dior und die Schleife ist weg und ja, also man sieht alles kaum noch. Und dann, was halt einfach richtig super ist, und ich hatte fast noch nie so einen Blush, klar, ich meine, wir Mädels wünschen uns immer, auch fürs Geld eine gute Pigmentierung, aber ich kann da blind reingehen und auf meine Wangen tupfen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat oder dass man Angst haben muss, dass es zu viel Rouge aufgetragen ist. Also ich kann da jetzt wieder reingehen, ohne hinzugucken, und dann gehe ich wieder auf meine Wange drauf und es ist okay. Wieder drauf und wieder so und wieder so. Also man ist nicht sofort overblushed und muss irgendwie total alles wegreiben und verblenden und überhaupt. Und es gibt so ein kleines bisschen eine Frische und das war's. Das waren die Sachen, die ich jetzt fürs Gesicht benutzt habe. Und für die Augen Mascara, die Black Smoke schon seit 100.000 Ewigkeiten, schon seit letztem Jahr eigentlich immer noch meine Lieblingsmascara. Da ist noch ein Haar im Mund. Auch zwischen meinen ganzen anderen Produkten, also ja, immer noch. Und dann habe ich mir ja diese Miss Manga gekauft und die gab es nicht in Schwarz. Ich habe sie mir dann in Türkis gekauft, weil ich dachte, musst du die mal ausprobieren. Und
Die habe ich auch sehr, sehr gerne getragen, ohne Lidschatten. Einfach nur das Gesicht so ein bisschen mit Foundation abgepudert, Augenbrauenroutine und Mascara drauf. Oder aber, wenn man so einen leichten, hellen Lidschatten hat, sieht es auch sehr schön aus. Und ich liebe einfach diese Mascara, weil die so richtig reinknallt, jetzt sag ich mal so, ne? Also die macht einfach schön blau. Und so ein richtig schönes Türkis ist auch ein schöner Blickfang, je nachdem, was ihr natürlich für Klamotten oder so auch anhabt. Ist die natürlich richtig super. Ich glaube, ich werde nochmal eine Review machen zur Haltbarkeit und zum Abschminken und so, weil ja, ich da auch am Anfang so ein bisschen Probleme hatte. So, und das war es jetzt auch. Manchmal lasse ich es antrocknen und gehe dann nochmal ein bisschen drüber, aber im Grunde genommen, wenn man dann wirklich so ein paar Mal und nochmal, dann reicht es eigentlich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Kamera, also wie es für euch aussieht, aber in der Kamera ist es echt blau. So, also das war's. Und jetzt kommen noch die Lippen. Ich habe auf den Lippen keinen Lippenstift getragen. Ab und zu mal halt, vielleicht einmal im Monat oder so, wenn es mir in den Sinn kam. Ansonsten eigentlich nur Kaufmanns Kindercreme, also irgendeine Pflege. Und dann hatte ich mir ja auch im Februar diesen von Nuxe, diesen Lipgloss, Lippenpflegegloss gekauft und der glänzt schön und der ist super. Der ist nicht so aufdringlich, aber pflegt die Lippen schön. Und ich mag den. Der ist schön. Der hat einfach einen schönen Glanz, pflegt und ja, fertig. Also ihr seht schon, ich habe normalerweise morgens für alles ungefähr so 5 Minuten gebraucht, 5, 6 Minuten. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen gequatscht. Ja, also eigentlich Foundation, Puder, Mascara, Augenbrauen fertig. Und eben ab und zu mal, also im März und im April habe ich den jeden Tag getragen, den Paint Pot. Jetzt, wo es so richtig warm war, habe ich gar keinen Lidschatten mehr drauf gemacht. Und ja, ansonsten, das war es eigentlich. Ich hoffe natürlich, dass dann irgendwann, jetzt habe ich auch noch so einen tollen Knick da drin. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwann ja, die Zeit kommt, wo ich wieder so ein bisschen mehr mit Lidschatten und so. Aber im Moment bin ich ziemlich unlustig. Ich hatte mir als letztes die Nude-Lidschattenpalette gekauft von, wie heißt sie denn, Paula's Choice mit Wayne Goss zusammen. Und das war ja so eine Kooperation. Und da habe ich die Lidschatten getestet und habe die auch fleißig getragen. Aber wirklich so ab April, wo es dann auch so warm wurde, habe ich die überhaupt gar nicht mehr getragen. Und jetzt, wie gesagt, seit 2 Monaten eigentlich so das Einfache. Und es ist auch okay. Und ihr seht, ich bin so braun im Gesicht. Ich habe auch manchmal Schal getragen, ja, dass das nicht so auffällt. Vor allem bei uns auf Arbeit ist es auch okay, weil wir haben Klimaanlage. Und dann habe ich halt immer den Schal und dann hat man das nicht so gesehen. Aber ich finde, ich habe immer gesagt, ich sehe aus wie ein Clown. Ich weiß nicht, aber oben so, ja, ich weiß, also mit Schal sich bräunen lassen ist irgendwie schlecht, ja. Und dann habe ich ja die ganze Zeit auch im Urlaub die Brille getragen, dann hatte ich genau hier so einen weißen Streifen. Der ist einigermaßen weg, ein bisschen sieht man es noch. Aber ja, also ihr seht auch, meine Hände sind auch braun, also meine Arme, wenn ich euch da zeige an meiner Uhr, also ich bin ja normalerweise wirklich richtig weiß und ja, aber was soll ich machen? Das ist halt so. Deswegen schimpft bitte nicht, wenn es oben dunkler ist wie da. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche minimalistischen Favoriten habt, die ihr verwendet für den Sommer, jetzt gerade wo es warm ist, dann schreibt mir die doch bitte in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, war das für euch okay. Also es gab halt irgendwie nichts Neues und dadurch, dass ich auch nichts gekauft habe, war das jetzt so, ja, halt die Sachen, die vom letzten Jahr noch so waren. Und ich denke mal, das wird in den nächsten Wochen oder Monaten über den Sommer auch so bleiben. Also ich will so ein paar Sachen auch aufbrauchen. Und deswegen wird jetzt nicht mega viel dazukommen. Vielleicht ändert sich mal so ein bisschen das Rouge oder so. Aber ansonsten bleibt so. Ja, jetzt habe ich ja viel gequatscht. Und ansonsten, ich wünsche euch natürlich eine gute Zeit und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.